Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagswetter auf YouTube, Wetterkachelmann-Kanal bzw. wetterkachelmann.wordpress.com. Wenn Sie das Ganze noch am Samstag sehen, aufpassen auf die kräftigen Platzregen und Gewitter in Teilen Deutschlands, beachten Sie bitte die Warnungen auf unwetterzentrale.de. Und diese Platzregen und Gewitter sind sogar am Sonntagmorgen immer noch ein bisschen aktiv. Im östlichen, südöstlichen Niederbayern, es ist natürlich nicht mehr die ganz dramatische Intensität, aber auch dahinter ist es noch eine nasse Angelegenheit. Da ist es dann aber eher der gemütlichere Landregentyp, der da runterkommt. Und vom Westen her auch schon mal die Hoffnung und natürlich auch sinnvoll für die Menschen auf dem Festival Nature One in Castelaun im Hunsrück. Da ist es ja am Samstag wirklich patschnass geworden. Da wird es dann am Sonntag ein langsames Trocknen geben, wenn auch nicht bei entsprechend sommerlichen Temperaturen. Das Ganze setzt sich dann im Laufe des Sonntags immer mehr fort, noch Regen Richtung Osten. Es lässt dann im Nordosten über Vorpommern dann schon angemessen nach und dann der Streifen mit immer wieder Sonne, gefolgt von weiterhin aufgelockertem Himmel, aber von Nordwesten her dann doch noch mal hinterher einzelne Schauer immer wieder mit von der Partie. Und so bleibt es dann auch am Nachmittag und Abend. Dieses kompakte Regengebiet zieht sich immer mehr Richtung Osten und Südosten Sachsens bzw. Bayerns zurück, zum Teil auch noch Alpenrand und südöstlichstes Baden-Württemberg. Dann der breite Streifen mit aufgelockertem und meist trockenem Wetter und einzelne Schauer, die dann von Westen her reinkommen. Aber auch zwischen diesen Schauern ist es durchaus immer wieder aufgelockert. Die Temperaturen allerdings nach all dem nicht mehr ganz berühmt. 17 bis 22, örtlich 23 Grad. Wenn man sich nochmal die Sonnenscheindauer vom Sonntag anguckt, im Südosten dort mit dem kompakten Regen nix bis fast nix und dann eben Richtung Westen und Nordwesten allgemein so immerhin zwischen 2 und 7 Stunden Sonne, also noch nicht der knallblaue Himmel, aber auch doch ein bisschen besser als all das, was in der Vergangenheit war. Tja, und das ist ein weißes Blatt und es hat ein bisschen damit zu tun, dass man sich fragen kann, das, was dann ab Donnerstag kommt, diese Erwärmung, rasche Erwärmung, Montag bis Mittwoch noch kühl und wechselhaft, dann wird schnell warm, Donnerstag wieder 25 Grad und mehr. Wie lange bleibt das? Im Laufe des Sonntags dann der 15-Tage-Trend für Deutschland und die Schweiz, dann wieder gucken und vielleicht kommt der Sommer ja mal wieder länger zurück.